Für alle, die im Westen und Südwesten wohnen, was für ein Sommertag. Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint und verbreitet erreichen wir über 30 Grad. Stellenweise knacken wir sogar die 35 Grad Marke. Etwas gedämpfter ist es im äußersten Nordosten. Dort haben wir so Temperaturen um die 25, 26 Grad. Aber auch das ist natürlich sommerlich. Zudem ist es so richtig drückend schwül. Es fühlt sich teilweise noch heißer an, als es eh schon ist. Und trotzdem bleiben Gewitter erstmal aus und werden erst zum Abend im Westen erwartet, weil bis dahin ein sogenannter Deckel die Gewitterbildung unterdrückt. Doch was genau steckt dahinter? Vereinfacht gesagt, wenn die Temperatur mit zunehmender Höhe kontinuierlich abnimmt und die Luftmasse entsprechend labil ist, kann feuchte, bodennahe Warmluft aufsteigen, abkühlen und kondensieren und somit entsprechend hochreichende Wolken, Schauer und Gewitter bilden. Haben wir es hingegen mit einer gedeckelten Wetterlage zu tun, wie auch heute, dann liegt oberhalb dieser feuchtwarmen Grundschicht eine meist warme und trockene Luftmasse. Eine Inversionsschicht, ein Deckel also, der verhindert, dass sich Wolken vertikal ausdehnen können. Und somit wird die Gewitterbildung unterdrückt und es bleibt meist bei flachen Quellwolken und Sonnenschein. Zumindest so lange, bis der Deckel schwächer wird oder er durch einen starken Aufwind durchbrochen wird. Und dann kann es unter Umständen so richtig abgehen. Und so ist es auch heute. Im Laufe des Abends kommen dann vermehrt aus Benelux und Frankreich her Gewitter, die lokal unwetterartig ausfallen können. Und so geht es auch in der Nacht weiter. Und auch am Donnerstag und Freitag muss man lokal mit Gewittern rechnen. Und wir sind natürlich wieder unterwegs und werden von dieser Gewitterlage berichten. Hier im Wetterticker auf wetteronline.de und natürlich wie immer live auf Facebook. Ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online. Ciao.